Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen und etwas anderen Video. Ihr seht es, ihr seht im Prinzip gerade dasselbe, was wir auch sehen, nämlich uns auf Bildschirmen. Ja, wir sind auf den Trendzug aufgesprungen und machen jetzt auch diese Videokonferenz, die im Moment alle machen. Es nützt ja nichts. Moin Jungs, wie geht's euch? Sehr gut und erstmal hallo. Und ich möchte natürlich jetzt gleich erstmal mit Kamera auf Klo gehen und meine Hose runterziehen. Das macht man ja also bei Meetings, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Also da gibt es jetzt ganz neue Trends, was man da so alles machen muss. Deswegen sind jetzt ja auch alle ohne Hose hier. Ja. Das sollte niemand wissen. Das sollte doch ein Insider bleiben. Genau, das sollte doch der Gag sein, dass nur wir drei wissen, dass wir dieses Video alle ohne Hose aufgenommen haben. Nicht so wie sonst, wo wir natürlich immer Hosen tragen. Ja, und was trinken wir heute? Da blitzt sie schon auf. Wir haben vom lieben Frank von Frank TV einen neuen Barley Wine. Er hat ja schon vor Ewigkeiten, das ist jetzt mittlerweile echt schon lange her, uns mal wieder ein schönes, nettes Paket geschnürt und zugesendet. Und da waren 2x3 Flaschen Barley Wine drin. Das eine war das Heroir de Mar, genau. Genau, was wir ja schon ziemlich gut fanden. Und jetzt haben wir das Nottingham, ein Barley Wine Ale von der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ja, die Jungs machen geilen Kram. Ich war vorhin mal auf deren Seite. Das Ganze ist irgendwie 2011, 2012 entstanden von dem guten Oliver Wesselow. Oder, das wollte ich nochmal nachgucken. Wesselow, ne, nicht Wesselow. Nee, Wesselow. Wesselow. Ja. Genau, der war ganz lange im Ausland unterwegs, Südamerika, Nordamerika, hat aber irgendwann beschlossen, wiederzukehren, deswegen auch Kehrwieder. Und hat dann ja über so ein paar Umwege letztlich in Hamburg 2014 seine Brauerei eröffnet. Und es ist ganz witzig, der braut in alten Milchtanks. Also der hat sich für 50.000 Euro selber eine kleine Brauerei zusammengeschweißt, zusammengenietet, wie auch immer. Und er sagt, er braucht eigentlich auch keine größere Anlage, die jetzt hat so 5 Hektoliter. Damit ist er halt ein bisschen freier, auch mal kleinere Sude zu machen und nicht immer so riesige Mengen gleich herzustellen. Von hat ja auch schon eine ziemliche Produktpalette, ne? Da ist ganz schön... Absolut. Ja, der hat richtig geile Sachen immer mit am Start. Wir hatten ja schon was von der Kreativbrauerei Kehrwieder. War das das übernormale Null, alkoholfrei, ja, oder was hatten wir? Ja, und das Schieper, das Single Hop IPA. Ja, das genau. Ist auch ein Aushängeschild von denen. Das hat er mehr oder weniger, ja, weiß nicht, ob er es erfunden hat. Auf jeden Fall ist das so auch sein Aushängeschild, so wie man das liest. Und das übernormale Null ist ein ziemlich geiles, fast alkoholfreies IPA oder Pale Ale, weiß ich gerade gar nicht ganz genau. Aber heute soll es um einen richtig schönen Barley Wine, der heißt Nottingham, weil nämlich Nottingham Hefe drin ist, gehen. Ah ja, okay, naheliegend. Und den wollen wir uns jetzt gleich... Ach so, was willst du? Also ich will mir den einverleiben. Ich weiß nicht, was ihr wollt, also ich will mir den einverleiben. Wir wollen uns den auch einverleiben. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an Frank, dass du uns wieder mal bedacht hast mit so einem ziemlich sicher geilen Bier. Wir werden es gleich herausfinden. Und liebe Grüße in die Virus City Deutschlands. Wie war das jetzt? Heinsberg? Ich dachte Heinsberg. Ja, kann auch Heinsberg sein. Ich vergesse sowas immer. Von da kommt er und vielen Dank. Was ich auch schon wieder richtig geil finde, es lächelt mich hier gerade an. Ja, hatten wir gerade letztens das Thema, ich glaube, ihr seht es jetzt spiegelverkehrt, kein Bier für Nazis, ein super Statement, das einfach auf jedem Bier draufstehen sollte. Und wunderbar. Da haben wir auch einfach echt Glück, dass wir absolut keine Nazis sind. Sehr cool, ein Barley Wine mit 10%. Das ist so ein Mittelding, ne? vom Alkoholgehalt. Ja, ab 7, 7,5 geht es so irgendwie los, aber gibt auch welche mit 13, 14, ja. Ich will das jetzt erstmal aufmachen, wir können gleich weiter quatschen. Jetzt müssen wir uns ja alle unseren eigenen Öffner raussuchen. Davor habe ich den ganzen Tag Angst, weil ich weiß, ich muss das Bier selber aufmachen. Siehst du. Und wenn Bennett sagt, er hat Angst, dann hat er wirklich Angst. Richtig Angst. Ich mache mein Bier mit einem Öffner auf in Andenken an Frank. Nur Frank wird das jetzt verstehen, in Anlehnung an seinen gestrigen Instagram-Post. Sein Schweizer Offiziersmesser hat ein Kind gekriegt und dementsprechend mache ich es auch mit dem Kleinen auf.
Hast du so Zuchtmesser, die du so abgibst, wie so Zuchtböcke und Zuchtdienste? Ja, genau. Oder Pflanzenausleger. Ja, klingt lustig, aber... Aber ist so. Aber ist Benne, so. Was hast du denn? Also ich glaube, ich nehme einen Öffner. Nein. Ja, dann hast du doch das eine Bier mit dem Messer aufgemacht. Ja, ich weiß. Das ist ja Kruzifix. Bennett hat eben schon festgestellt, dass ihm das ziemlich gut gefällt. Er möchte jetzt seinen Lebensmittelpunkt in die Küche verlagern. Einfach einen bequemeren Sessel und dann kann man von da aus einfach alles finden und erreichen, was man so braucht. Ich brauche nur noch ein Chemieklo oder sowas hier. Dann läuft das. Ja, aber das wird also, dann ja in deinen Couch, also in deinen Fernsehsessel so eingebaut. Ja. Muss alles aber an ich sag mal, Ort sein. Wo ist das Problem? Also man kann ja auf einem Porta-Potti relativ bequem sitzen. Wir haben noch einen Ersatz-Porta-Potti auf dem Dachboden. Kannst du dir abholen. Danke. Wie oft dieses Porta-Potti schon Thema war bei uns im Köppelsheft TV. Also, ich habe mein Bier extra heute nochmal auf den Balkon gestellt. Ich habe es aus dem Kühlschrank rausgenommen, auf den Balkon gestellt, weil mir noch siebenteils einfiel, dass man das nicht so kalt trinken soll. Und bis jetzt habe ich das immer viel zu kalt getrunken. Und da haben wir immer gesagt, ja, wir haben ja Zeit, das warm werden zu lassen. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur 40 Minuten Meetingzeit. Oh ja, stimmt. Wir haben ja das Power-Meeting haben wir ja schon verbraucht gestern beim Probedreh. Wir sind ja alle nicht so richtig dolle bewandert mit dieser Technik, deswegen mussten wir uns da jetzt erstmal so ein bisschen reinfuchsen und haben gestern schon mal ein kleines Probebierchen getrunken. Aber ich bin nicht nur mit dieser Technik nicht bewandert, sondern generell mit Technik nicht. Hat auch lange gedauert, dich zu überzeugen, dass du dich an einen anderen Ort setzen musst, damit man dein Gesicht überhaupt erkennt. Habe ich auch nicht verstanden, ja, weißt du, das Saalproblem war. Das kann ich dir ganz genau sagen. Man sieht meinen ganzen, den hätte man aber fast gesehen, den ganzen Müll. Den habe ich jetzt hinter meinem alten Sessel da versteckt. Gut, Leute, lass mal das Bier beschreiben. Also wir haben hier im Prinzip schönes Matschwasser im Glas. Also aber schön so ein Matschbraun irgendwie mit einer konstanten Schaumkrone. Die ist schön cremig, die Schaumkrone. Also die ist richtig, also richtig wie so ein Pudding. Und was haben wir im Geruch? Oh, hier. Also es hat ganz, also ich rieche ganz wenig Malz, ich rieche fast nur Hopfen. Ja. Da müssen wir doch glatt mal raufschauen, was da so an Hopfen drin ist. Ja, ich lese es mal nicht vor, sondern behalte das für mich, um euch nicht abzulenken. Ja, ich stehe. Aber mich wundert es nicht, dass es nach Hopfen riecht. So viel kann ich schon mal verraten. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass man, nee, das nicht erinnert sagen. Mich wirklich vom Geruch her ziemlich doll an unsere Biere. Und wir benutzen fast ausschließlich die Nottingham-Hefe. Deshalb habe ich das Gefühl, dass also das scheint der dominante Hefegeruch hiervon zu sein. Und dann muss ich einfach sagen, Friedhof, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, Bennett sicherlich auch, am dominantesten Dörrobst. Ja, aber welches Dörrobst? Pomelo, es ist immer Pomelo, egal welches Obst. Ja, der getrocknete Pomelo. Pomelo das Dörrobst. Ist das. Klassische Dörrobst ist getrocknet. Das ist ganz groß im Trend dieses Jahr. Ja. Lass uns diese getrocknete Pomelo endlich mal probieren. So machen wir es. Da meint es schon fast zu warm. Leute, Prost auf euch. Und jetzt wollen wir mal schauen. Mm. Wow. Das ist immer so krass. Ja. Bei mir hat es jetzt eine richtig, also ich glaube, die perfekte Temperatur. Das geht so cremig runter. Ziemlich wenig Karbonisierung. Also es geht richtig wie so ein, fast wie eine Suppe geht das über die Zunge. Ein Ölteppich. Das wäre halt echt ein Bier, wo man was verpasst, wenn man es zu kalt trinkt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich habe froh, dass ich es vorhin nicht in den Kühlschrank gestellt habe. Ich dachte zuerst, nein, verdammt, ich habe es vergessen reinzustellen und jetzt im Nachhinein war es dann doch richtig gestellt. Du bist so ein intuitiver Mensch, Bennett. Du hast ja, also dein Bauchgefühl... Da wären andere froh drüber, wenn sie das als nicht als Bauchgefühl hätten, sondern als gewollten Willen. Das sagt man, glaube ich, so. Der gewollte Wille. Ja. Also Pleonasmus King bist du. Aber richtig lecker. Am Ende kommt, also eigentlich ab der Hälfte, kommt schon die richtig deutliche Alkoholschärfe. Also, das wollte ich auch ganz sagen. Wenn man beim Ausatmen, da hat man schon das Gefühl, dass man da mal ein Feuerzeug anhalten könnte. Ja. Aber richtig geil. Frank, du hast... Du bist einfach unser wie sagt man, Mäzen. Habe ich glaube ich, schon mal gesagt. Frank, was wären wir ohne dich? Vielen Dank. Aber auch mich, also der nicht so krasser Bodywine-Fan ist, aber ich finde ihn echt gut spritzig, frisch, geht gut runter und nicht zu stark, nicht zu ölig, wie sonst die anderen Bodywine. Aber schon frisch ist schon geil für einen Bodywine, aber tatsächlich direkt, für mich. Also, der ist schon, dadurch, dass er halt so hopfig ist, also der ist ja viel mehr hopfig als malzig,
Von daher ist er schon auch auf eine gewisse Art und Weise frisch, ja, aber halt mehr wie so, der ist halt wie so ein runterreduziertes Pale Ale. Also als hätte man einfach so drei Pale Ales zu einem fusioniert. Tja, lieber Zuschauer, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, auf die Entfernung, ich trinke anscheinend doch ein anderes Bier, weil die ganze Beschreibung der letzten Sekunden kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich finde es, also frisch finde ich es nicht so richtig. Und an Pale Ale finde ich auch nicht. Und es erinnert mich nicht an Pale Ale. Nein, nicht an ein Pale Ale, aber von der Hopfigkeit wie drei Pale Ale in einer runter reduziert. Hättest du die Hälfte verdampft. Also ein Pale Ale Sirup oder Konzentrat eher. Ich finde es gerade eben nicht so sirupartig wie andere Barley Wine. wir hatten auf jeden Fall auch schon Barley Wines, die noch öliger waren. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde, hier ist schon diese cremig-ölige Konsistenz, ist das, was am dominantesten eigentlich das Geschmackserlebnis so prägt. Und dann diese Alkoholschärfe, die hinten rauskommt und vorne so eine trockene Süße oder sowas. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also, aber schon dieses, was man bei Dörr-Obst hat, das ist ja auch nicht schokoladig süß und trotzdem merkt man ja aber da diese Fruchtsüße drin. Hast du mal Dörr-Obst gegessen? Klar, wir haben bei der Arbeit haben wir immer Trockenpflaumen als zur Obstipationsprophylaxe. Naja, auch das ist mal nicht. Wie bitte? Du meinst als Abführmittel? Also, ja, genau. Da ist es ein Abführmittel, hier ist es ein Abfüllmittel. Also alles perfekt. Ich glaube, ich muss das nochmal richtig stellen. Also ich finde, das ist nicht wie ein Pale Ale. Das meine ich nicht so. Okay, aber das ist ja gut. Es geht mir um die Hopfigkeit. Es ist ja, wir hatten ja Barley Wines, die sind sehr, sehr, sehr malzbetont. Das ist aber hopfenbetont. Das meinte ich damit. Ja, das stimmt. Wir trinken dasselbe Bier. Ich finde es auch sehr ölig, aber geil ölig. Aber dadurch, dass es hopfig ist, auf eine gewisse Art und Weise könnte man das als einen frischen Barley Wine bezeichnen. Ja, vielleicht meine ich jetzt, das meine ich auch, also ich meine das eigentlich mit frischen, meine ich eher im Vergleich zu anderen Barley Wine. Also ich habe es auch falsch ausgedrückt einfach. Aber das meine ich alles dann. Gut. Ja, Nico versteht sich. Nico weiß nicht, was wir meinen. Dass wir auch schon deutlich malzsüßere oder generell, ja einfach deutlich malzigere Barley Wines hatten, habt ihr absolut recht. Das stimmt. Aber für mich ein extrem gelungenes. Ich finde generell, bei allem, was ich bisher von Care wieder hatte, die haben geile Sachen bei. Und dann sind das aber, obwohl das so ausgefallene Sachen sind, sind das ganz oft trotzdem richtig gut trinkbare, abgerundete Dinger. Also es gefällt mir total. Mega gut. Die machen auch ganz viele andere alte Bierstile. Ich habe leider die Namen vergessen, weil ich diese Namen auch noch nie gehört habe. Also klar, Gose kennt man. Da waren aber noch ein, zwei andere Namen bei. Die kannst du vielleicht jetzt, während ich diesen Scheißsabbel einfach einblenden. Ja, okay. Die schicke ich dir dann vielleicht einfach nochmal. Ja. Auf jeden Fall, sowas ist ja immer geil. Die haben auch ganz viele fassgelagerte Dinge, die sie dann halt auch einfach nur saisonal anbieten. Und wenn alle, dann alle. Das finde ich ja auch immer geil, wenn es nicht von allem immer unendlich viel gibt, sondern einfach, ja, wenn aus, dann aus. Und das macht eine Brauerei speziell. Aber würdet ihr das nicht auch durchgehen lassen als so ein Double oder Imperial IPA? Nee, glaube ich nicht. Dafür wird das noch zu sehr von dieser Öligkeit und von dieser vollmundigen Süße überdeckt, finde ich. Von der Schwere? Ja, genau. Schwere ist eigentlich exakt das richtige Wort. Genau. Passt auch, steht hinten drauf. Aroma als allererstes schwer. Genau. Schwer? Also schwer finde ich es auch. Wärmend, Karamell, Trauben, Süßholz, Zitrus und Kiefernharz. Kiefernharz, ich glaube, das ist tatsächlich auch so was leicht Harziges. Und das kommt aber, glaube ich, ich habe nämlich eben, als wir hier im Vorgespräch alle schon ein Bier getrunken haben, habe ich unser Mandaripa gehabt. Das ist auch mit Nottingham. Ein Bier. Das ist auch mit Nottingham gebraut. Und ich finde bei den Bieren von uns auch immer so eine Harzigkeit im Geschmack. Mhm. Das wird ziemlich sicher, gehe ich jetzt davon aus, von dieser Hefe kommen. Okay. Gut, Leute. Also, richtig geiles Bier. Ist halt ein mächtiges Flaggschiff, so wie man das von einem Barley Wine auch erwartet und ja auch erhofft. Also die Erwartung hat es auf jeden Fall erfüllt. Richtig schön, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Es ist ja schon ein echt stranges Gefühl, hier auf seinen aufgeklappten Laptop zu gucken. Verrückte Zeiten erfordern verrückte Maßnahmen. Und nichtsdestotrotz, Leute, bleibt, also ich bin ja Physiotherapeut, wie einige vielleicht von euch wissen. Leute, bleibt einfach mit dem Arsch zu Hause. Alle, das sage ich auch meinen Patienten.
Die verstehen es nur leider nicht, deswegen muss er uns das immer wieder jeden Abend erzählen, wie kacke das alles ist. Es gibt gerade nicht viel, was man machen kann, aber man kann mit dem, was man nicht machen kann, sehr, sehr viel Gutes tun. Bleibt zu Hause, macht geile Videokonferenzen mit euren Liebsten, mit euren Familien und es gibt Schlimmeres, von daher. Und wir haben gerade alle schon festgestellt, dass es eigentlich ziemlich cool ist. Also Bennett will sowieso in seine Küche einziehen, weil er überall rankommt. Friedhof hat eben auch schon gesagt, dass es ihm besser gefällt, wenn er uns nicht direkt um sich hat. Also soziale Kontakte auch auf die Ferne pflegen können, hat auch was mit was für sich. Ich glaube halt, dass wir nach dieser ganzen Scheiße auf jeden Fall noch viel mehr die ganzen kleinen Sachen wieder zu schätzen wissen. Ich bin gespannt, wie lange sich noch alle so in Bögen aneinander vorbeilaufen, auch wenn das eigentlich wieder durch ist. Aber es ist ja grundsätzlich. Mache ich ja schon mein Leben lang. Also das mache ich schon mal. Hey, du verwechselst aber nein. Du verwechselst es damit, dass dein Leben lang alle um dich einen Bogen machen. Weil ich kein Deo mehr benutze. Ja, du riechst so unangenehm immer. Nein, aber es gibt wirklich Schlimmeres, als momentan größtenteils zu Hause zu bleiben. Also macht das Beste draus und ja, wie ihr seht, wenn ihr Klopapier braucht, bei Nico kann man das bestellen. Was nimmst du für eine Rolle? Ein Zehner oder was? Ja, ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Scheiß. Mein Bankberater hat gesagt, ich soll in Klopapier investieren und deswegen stapelt sich das bei mir überall. Ich habe da ein bisschen vorgesorgt. Nochmal sorry, falls bei euch gerade nichts mehr ist. Ja, aber eine Rolle haben wir noch zu zweit. Aber ja, komm mal vorbei, ich schmeiß dir eine vom Balkon. Das ist kein Hamstern, er hat nur auf Reserve gekauft. Was hat Kati mir letztens erzählt? Bei eBay waren Rollen für 30 Euro drin. Es ist so verrückt. Was? Die Leute koksen mittlerweile auch nur noch durch Toilettenpapier. Ja. Durch Geld. Und ich frage mich, also wie weit muss es kommen, dass ich richtig die Not habe, dass ich denke, ich kaufe jetzt bei eBay für 30 Euro eine Rolle Klopapier, die in 3 Tagen da ist. Also bis dahin ist sowieso die Hoffnung verloren. Kohletabletten haben wir ja alle zu Hause. Das heißt, 3 Tage aufschieben ist kein Thema. Erstens das. Und zweitens, ich habe gedacht, ich war gestern einkaufen und das, was noch reichlich vorhanden war, waren Windeln. Auch nicht schlecht. Bennett, du bist Krisenmanager. Ja, also ich weiß nicht genau, wenn man die für so ein 6-monatiges Kind nimmt, bräuchte man vielleicht 2 bis 3, die man so aneinander klettet. Dann sollte da eigentlich auch ein ausgewachsener Mann mit klarkommen. Apropos Windeln, wir wollten Frank nochmal Danke sagen. Ja, apropos Windeln. Apropos Windeln. Wenn du da jetzt noch wieder rauskommen willst. Das weiß ich nicht. Ich kann einfach so lange reden, bis man vergessen hat, was der Anfangssatz war. Dafür wollten wir von Herzen. Namaste. Das war ausgeblendet. Nein, Frank, geile Nummer. Bleib uns gewogen. Ist schon cool, was du machst. Ich erwarte langsam mal wieder ein neues Frank-TV-Video. Da ist lange nichts mehr gekommen. Wahrscheinlich. Wobei, also, wir hätten ja eigentlich, also ich hätte hier unten, ihr könnt das nicht sehen, aber hier unten auf meinem iPad hätte ich ja eigentlich noch Platz für ein Fenster, wo Frank drin ist. Oh. Auch nicht schlecht. Frank und ich sind ja teilweise mal im Kontakt, dass wir mal kurz hin und her schreiben. Und eventuell wird sich ja irgendwann, wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn sich erledigt hat, mal ein Treffen anbahnen. Wer weiß, wer weiß. Gut, das war's aus unseren jeweiligen Corona-Schutzbunkern. Dreht nicht so durch wie Friedjof. Ja, versucht euch irgendwie zu beschäftigen. Ich wohne alleine. Ich bin sehr, sehr einsam. Meine einzigen sozialen Kontakte sind meine Patienten und die machen mich fertig, Alter. Nein, mir geht's gut. Haltet die Ohren steif, bleibt alle gesund und vor allem zu Hause, damit wir alle gemeinsam das möglichst schnell hier überstehen. Ja. Wir wünschen euch alles Gute. Hoffentlich wird es bald wieder relativ normale Videos geben. Ich habe hier noch Platz neben mir. Aber bis dahin können wir uns auch hiermit behelfen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Liebe Grüße zu Frank. Bleibt uns alle gewogen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Macht's gut. Bleibt zu Hause. Abschlusstrinker. Prost.